wissen ja Bescheid, also fasse ich mich kurz. Obwohl der Besuch der Grundschule verpflichtend ist und kostenlos, besuchen mehr als die Hälfte der Kinder aus der 6. Klasse keine weiterführenden Schulen. Laut Schülertesttabelle sind wir die schlechteste Schule. Wir dürfen unsere Schützlinge nicht im Stich lassen. Wie lautet Ihre Geschichte? Sie wollten hierher. Weil, vielleicht bin ich irre. Beeilung! Uns läuft die Zeit davon. Was ist mit den Tischen passiert? Das sind keine Tische. Wieso liegen die auf dem Kopf? Das sind Rettungsboote. Und das ist kein Fußboden, das ist der Ozean. Jedes Boot kann nur die gleiche Anzahl an Menschen aufnehmen. Wir sind 23, es gibt nur 6 Boote. Los, kriegt es raus. 5, 4, 3. Was zum Teufel ist hier los? Da ist noch ein Passagier. Helft ihm, Beeilung! Ich möchte nur verstehen, was Sie an der Schule versuchen zu tun. Seit 100 Jahren sind die Lehrmethoden gleich geblieben. Stechen Sie in kein Wespennest, okay? Nein, nein, nein. Wieso sollte ich das? Nein. Wartet drauf los. Es macht nichts, wenn ihr falsch liegt. Wichtig ist, dass ihr es versucht. Wer will als Erster einen Fehler machen? Was du nötig hast, was jeder von euch hier nötig hat, hast du schon. Und das nennt man Potenzial. Das ist das unscharfe Licht. Was passiert, wenn wir es fokussieren? Wenn ihr denkt, das war cool, gefällt euch das nächste noch mehr. Passt auf, was passiert, wenn man eine Flasche mit Benzin... Hey! Hey Freunde, Eddie hier von Filmbuzzer. Heute nehme ich euch mit auf eine inspirierende Reise, die am 21. März 2024 in den Kinos beginnt, mit dem Film Radical – Eine Klasse für sich. Regie führte der talentierte Christopher Zaller, der uns eine Geschichte präsentiert, die so unglaublich und ermutigend ist, dass man kaum glauben mag, dass sie auf wahren Begebenheiten basiert. In den Hauptrollen brillieren Eugenio Derbez als Sergio Juarez, Jennifer Trejo als Paloma und Daniel Haddad als Chucho, um nur einige zu nennen. Radical führt uns nach Matamoros, Mexiko in eine Welt, die von Gewalt, Vernachlässigung und Korruption geprägt ist. Hier, in einer der leistungsschwächsten Schulen Mexikos, beginnt eine bemerkenswerte Geschichte. Sergio Juarez, ein Ersatzlehrer, tritt sein Amt an und bricht mit allen Konventionen. Statt Härte und Disziplin setzt er auf Freiheit, Empathie und den Glauben an das Potenzial und die Neugierde seiner Schüler. Der Film zeigt eindrucksvoll, wie Sergio mit unkonventionellen Lehrmethoden den Kindern nicht nur Wissen, sondern vor allem Selbstvertrauen, Neugier und eine Perspektive für ihr Leben gibt. Radical ist eine Ode an die transformative Kraft der Bildung und ein Beweis dafür, dass es manchmal nur einer Person bedarf, um einen echten Unterschied zu machen. Das Publikum wird Zeuge, wie Sergio die Kinder aus der Sackgasse der Perspektivlosigkeit führt und sie dazu ermutigt, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Dieser Film ist eine wunderschöne Erinnerung daran, dass Innovation, Mut und Glaube an die eigenen Schüler Berge versetzen können. Die Darstellung von Eugenio Derbez als Sergio Juarez ist einfach atemberaubend. Er verkörpert die Rolle des motivierenden Lehrers mit so viel Herz und Leidenschaft, dass man nicht anders kann, als sich von seiner Energie mitreißen zu lassen. Radical, eine Klasse für sich, ist nicht nur ein Film. Es ist eine Hommage an alle Lehrer, die jeden Tag unermüdlich arbeiten, um das Beste in ihren Schülern zu wecken. Es ist eine Geschichte, die zeigt, wie wichtig es ist, an die jungen Köpfe zu glauben und ihnen den Raum zu geben, ihre eigenen Wege zu entdecken und zu gehen. Merkt euch den 21. März 2024 vor, denn Radical, eine Klasse für sich, ist ein Film, den ihr nicht verpassen solltet. Es ist eine Geschichte, die das Herz erwärmt, den Geist inspiriert und uns daran erinnert, dass Bildung das mächtigste Werkzeug ist, das wir haben, um die Welt zu verändern. Wir sehen uns im Kino am 21. März 2024.